Danke, Gerhard. Ich bin zwar nicht im Flugzeug, aber hier am Königlberg und ich versuche Ihnen jetzt die Formel-1-Saison einmal genau zu analysieren. Zuerst muss man mal sagen, dass Senna die überragende Persönlichkeit war, der die Weltmeisterschaft für sich entscheiden konnte. Zwar nicht immer mit ganz fairen Mitteln, aber immerhin hat er es geschafft, überlegener Weltmeister zu sein. Gerhard wusste genau, auf was er sich einlässt, als er den McLaren-Vertrag unterschrieben hat. Er konnte leider überhaupt nichts in diesem Jahr, wenn man das so sagen kann, erreichen. Nicht einmal ein Grand Prix-Sieg war drin. So, jetzt ganz wichtig, ein Startkurs. Bei einem Startkurs, wenn man einmal vorne ist, braucht man sich nicht viel Sorgen zu machen, weil ja fast keiner vorfahren kann. Alesi überholt in der ersten Kurve, auch kein Problem. Und Berger dann am sicheren zweiten Platz. Und jetzt hätte er natürlich nur langsam fahren müssen. Er war natürlich unter Druck von Senna, ist viel zu schnell in den ersten Runden gefahren, hat die Pedale nicht richtig erwischt, ist hängen geblieben am Gaspedal, was absolut passieren kann, und rutscht in den Reifenstapel. Fehler von Berger, zu schnell zu Beginn eines Rennens. Nach den ersten beiden Grand Prix zeigt sich schon ganz klar, dass die Saison mit Senna und Prost im Zweikampf dominiert wird. Aber jetzt geht es weiter nach Imola. Gerhard beginnt seine Probleme mit dem Sitz langsam im Griff zu bekommen. Das war jetzt für mich ganz klar ein Gerhard-Berger-Rennen, obwohl das viele vielleicht nicht mitkriegen. Gerhard war im Training sehr schnell, Senna übernimmt die Führung. Man sieht das hier, Berger gleich hinten nach und der Grand Prix von Imola geht auf die Strecke. So, Senna rutscht hier hinaus mit seinem Reifenschaden. Und zwar da rechts hinten einen Batschen und deswegen konnte er gleich am Anfang ausscheiden und dann musste er gleich ausscheiden. Und jetzt war, hier sieht man das noch einmal, rechts hinten der Batschen. Dadurch blockiert das linke Vorderrad, weil das Auto rechts hinten einknickt. Senna schaut sich das noch einmal genau an. Und jetzt war für mich der Weg für Gerhard frei. Hier dieses Wahnsinnsmanöver von Menzel. Man glaubt hier, dass er das Auto im Griff hat. Er hat es überhaupt nicht im Griff, nur am Schluss richtet das wieder gerade aus. Er hätte hier tot sein können bei diesem Manöver. Man muss wissen, wann man im richtigen Moment vom Gas geht. Und Menzel wollte mit aller Kraft vorbei. Man sieht das hier, kommt voll auf die Wiese, statt dass er vom Gas geht und einfach wartet und die nächste Runde nützt, um fortzufahren. Ich würde sagen, hiermit war für Berger der Weg frei zum Sieg, aber leider ist sein Motor kaputt gegangen. Und zwar hat er an Kompression verloren, der Motor ist immer schwächer geworden und deswegen nur sein zweiter Platz. Aber das war für mich eines der typischen Bergerrennen, die er heuer hätte gewinnen müssen, aber leider durch seinen Motorschaden, der sich in schleichenden PS-Zahlen wiedergegeben hat, eröffnet hier Patrese den Weg zum Sieg. Also nach dem für mich guten Imola-Rennen kommen jetzt wieder zwei schlechte leider, und zwar Monte Carlo und Montreal. Beide Rennen für Gerhard Berger eigentlich Minusrennen. So, hier der Start, immer sehr schwierig in Monte Carlo. Aber es geht relativ gimpflich in die erste Kurve. Aber das Debakel kommt leider etwas später. Und zwar hier, Alesi bremst Prost aus. Berger will durchfahren, aber es ist ganz klar, dass Prost zumacht. Prost wird nicht bei einem Fehler, in dem er Alesi übersehen hat, den nächsten machen und den nächsten durchlassen. Es war ganz klar für mich, dass Prost zumacht. Und Berger ist ihm einfach hinten drauf gefahren. Sicher ein Fehler Gerhards, was ihm hier jetzt sein Rennauto gekostet hat. Er muss zurück an die Box und sein zweites Auto nehmen, was sicher nicht so gut abgestimmt war wie das Rennauto und dadurch nur ein dritter Platz. So, jetzt kommen wir nach Montreal und hier leider dieser Frühstart. Er ist leider ganz klar zu sehen. Man sieht schon, es ist immer noch rot. Gerhard fängt an zu fahren, fährt schon wieder, bremst wieder ab, fährt weiter und hat natürlich jetzt ein wahnsinnig schlechtes Gewissen und versucht jetzt nicht den Start voll auszunutzen und die Führung zu übernehmen. Im Gegenteil, er lässt Senna vor und fährt an zweiter Stelle. Er fährt für mich ein super Rennen, eigentlich eines der besten Rennen in dieser Saison unter diesen schwierigen Bedingungen zwischen nass und trocken.
und ist leider am Schluss um 15 Sekunden zu langsam, weil dann hätte er den Grand Prix gewonnen. Senna gewinnt, bravourös. So, jetzt geht es weiter mit Mexiko und Silverstone. In meinen Augen Mexiko ein sehr gutes Rennen von Gerhard Berger. Er ist leider nur Dritter geworden, aber schauen wir uns das jetzt einmal an, warum. Hier Senna wieder vorne weg. Menzel fährt ein sehr hartes und gutes Rennen. Senna hat seinen Reifenschaden und muss aufgeben. Und jetzt kommt eine Situation dann, wo ich absolut bei Berger bin. Er versucht hier mit aller Kraft an Menzel vorbeizufahren, einen wirklichen Kraftakt, der hat es geschafft. Aber nur Menzel rächt sich. Menzel fährt hier ein Rennen wie ein Verrückter und sieht jetzt an diesen Manövern, wie er kämpft. Und Berger hat, muss ich ehrlich sagen, im richtigen Moment nachgelassen, was ich in dieser Phase als absolut richtig empfinde, weil sonst wäre es zu einer Kollision gekommen. Man sieht hier, was Menzel aufführt. Presst sich außen vorbei und Berger wird nur Dritter. War meiner Meinung nach sehr vernünftig gefahren und ich hätte das Gleiche gemacht. Jetzt sind wir in Silverstone. Ein sehr schnelles Rennen, vielleicht einer der schnellsten Rennstrecken. Gerhard ist eigentlich sehr gut unterwegs. Und ich muss auch sagen, eines seiner besten Rennen in diesem Jahr. Obwohl es halt leider so ausgeht, wie wir uns das nicht wünschen. Und zwar reißt ihm das Gasseil und damit war es zu Ende. Den Österreich Grand Prix haben wir uns weggemanagt. Deswegen ist jetzt unser Heim Grand Prix Ungarn. Und deswegen auch die vielen Gerhard Berger Fans. Es hat sich ein unglaublich spannendes Rennen entwickelt, was durch Reifenwechsel gezeichnet war. Buzen fuhr von Anfang an, Senna an zweiter Stelle, Gerhard Berger einer der Favoriten. Eine Schlüsselsituation entwickelt sich jetzt gleich. Gerhard versucht Menzel zu überholen. Er fährt nach innen, Menzel drückt nach innen sehr unfair und treibt Gerhard auf den Sand. Gerhard kommt zwar hier noch vorbei, hat aber Sand auf den Reifen. Und wird wenig später von Menzel wieder zurück überholt. Man sieht das hier, er fährt ihm einfach außen vor. Das war sicher eine Vorentscheidung für den Grand Prix. Senna fährt ein sehr hartes Rennen. Hier versucht Nannini zu überholen, kollidiert. Hat das Glück des Tüchtigen. Nannini fliegt hinaus und Senna fährt unbeschädigt weiter. Gerhard muss ein ähnliches Manöver versuchen, um den Vorteil, den er mit seinen neuen Reifen hat, voll auszunutzen, kollidiert hier mit Menzel und kann leider das Rennen nicht beenden. Also für diese Kollision muss ich Gerhard in Schutz nehmen. Ich hätte das Gleiche gemacht in Ungarn. Um den Grand Prix zu gewinnen, hat er so ein Manöver starten müssen. Leider ist es schief gegangen, aber es war absolut richtig, es zu versuchen. Und jetzt geht es weiter nach Jerez. Da ging es leider nicht so gut. Und zwar hier der Start. Die erste Kollision beginnt gleich in der ersten Kurve mit Alesi. Aber Gerhard kommt noch einmal durch. Und jetzt will er ungestüm an Buzen vorbei. In meinen Augen wieder ein zu schnelles Manöver. Er hätte einfach warten müssen und es besser timen. Kollidiert hier mit ihm zweimal. Einmal vorne und dann noch einmal mit dem Hinterrad. Und fliegt voll hinaus und damit war der Grand Prix wieder vorbei. Meiner Meinung nach ein taktischer Fehler, hätte nur warten müssen, um eine bessere Möglichkeit sich auszuarbeiten und dann gefahrlos vorbeizukommen. Senna fällt auch aus. Und hiermit ist der Weg wieder für Prost frei. Die Knochenarbeit, das ist das, was Berger heuer gefehlt hat. Er hat es in meinen Augen etwas zu leicht genommen und sich nicht mit den Details auseinandergesetzt. Aber ich glaube, das wird er nach so einer katastrophalen Saison erkennen müssen. Und sich komplett umstellen. Ich glaube, vom Talent her kann er es. Er muss nur die Knochenarbeit machen. Und das kann ich ihm nur raten. Ich persönlich würde mich am meisten freuen, wenn Gerhard nächstes Jahr alles umsetzen kann und wieder gewinnen wird. Danke dem vielmals fürs Zuschauen.